Ja, und willkommen zurück zu Need for Speed Nachkommentar. Und nach 45 Minuten vergeudete Zeit geht es jetzt wieder los. Denn ja, wir Experten haben es gerade gekriegt, einfach nachzukommentieren. 45 Minuten lang, ohne dass wir aufgenommen haben. Ohne dass die Aufnahme mitgeschnitten wurde. Wir sind die Profis des Let's Plays generell. Alter. Erstmal geht das ist irgendwie diese Aufnahme, ups, ist irgendwie die blödeste Aufnahme, die wir je gekriegt haben. Also das ist wirklich ganz ehrlich, für alle, die es nicht wissen, warum wir eigentlich nachkommentieren, wir Experten sagen damals, ja, weil wir ja sonst immer so, wir machen da mal unten einen Cut rein, ist ja sicher, damit nicht die leisen Geräusche nicht drin sind. Was machen wir? Wir quatschen so leise, dass wir kaum noch zu hören sind. Ja, also dass das Gate nicht mehr öffnet. Genau, dass er immer wieder rauscuttet unsere Stimmen. So, jetzt versuchen wir es nachzukommentieren, nachdem es bei einigermaßen vorher funktioniert hat. Jetzt versuchen wir es nachzukommentieren und schaffen das Ganze 45 Minuten zu labern. Und merken dann am Ende... Wir haben nicht aufgenommen. Aber wir haben auch nicht... Profis des Let's Plays. Aber wir haben auch nicht verabschiedet, also ist das auch egal. Ja, deswegen hängst du dich jetzt auch nicht verabschiedet. Ach Mann. Meinst du, wir wirken etwas unmotiviert? Oh Mann. Okay, also wie gesagt, jetzt sind wir gerade dabei, das kommunistische Rennen zu fahren. Mit den volkseigenen Betrieben. Das fahren wir jetzt auch ein paar Rennen. Ich werde nicht spoilern, aber es ist so. Das ist mal. Also wir denken, dass Lava damals wieder gefahren ist. Ich bin gefahren, das sieht man. Ja, außerdem ist das meine Lieblingsstrecke. Wer das Let's Play kennt, wird wissen, dass es Ironie ist. Und wer es nicht kennt, das war Ironie. Okay. Und wie gesagt, wir machen jetzt 3 Folgen hintereinander. Buff. Nehmen wir jetzt nacheinander auf. Mit so 45 Minuten nacheinander quatschen. Und ja, mit dem Maserati jetzt die Strecke. Und jetzt sind wir auf dem 8. Platz. Mit 6. zu 2 überholt. Das ging schnell. Nee, ich glaube, es war eben schon 6. Aber egal. Ach. So, jetzt muss erstmal gerade für die Motivation wieder hochgeschraubt werden, weil ich gerade das hier alles schon kenne jetzt. Ja. Bei dem anderen war es ja auch interessant, wenn man es nachkommentiert, man kannte es noch nicht. Wusste nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Das ist ein halbes Jahr her, für alle, die es nicht wissen, was wir da gemacht haben. Und Jan verkackt. Meine Lieblingskurve, ich verkacke diese Kurve generell bei 90% aller Fälle. Ja, labern kriegt es auch nicht mehr. Nee. Ja. Deswegen. Aber irgendwas wollte ich jetzt gerade erzählen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis, lässt grüßen. Profi-Let's Player, lässt grüßen. Cyber. Aber generell. Vorstufe zu alt, Cyber. Ich hier, wer bin ich? Hä? Und wer ist haben das? Haben Sie mich entführt, Sir? Das kann ich hier nicht gutheißen. Wie haben Sie mich hingekriegt? Oh mein Rums. So. Und wir versuchen jetzt mal. Nehmen wir auf? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Gut. Ich wollte nur 5-mal nachfragen, weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal 45 Minuten zu quatschen und danach festzustellen, oh, ich bin weg. Wir nehmen auf! Wir haben es gerade geguckt. Wir nehmen auf. Jetzt kann der, jetzt bin ich fröhlich und glücklich, kann glücklich sterben. Ja. Lebensziel erfüllt. Ja, genau. Und Dritter geworden. Lass uns jetzt auf viel bringen. Naja, Rennreifen. Ach nee, Reifenreparatur war das. Brauche ich in dem Rennen jetzt nicht wirklich, weil wir haben da nicht so viele. Ich hab die eigentlich nie drin. Ja, ab und zu ist schon ganz sinnvoll. Ja. Wenn man jetzt hier mit den... Verfolgungsjagd macht. Und dann ja, wenn man jetzt hier Most Wanted Wagen fährt, dann ist es manchmal fast sinnvoll, aber... Vor allem, wenn die Gegner dann schön durchschubst und du dann einmal auch durchbrettern kannst oder beide irgendwie durchfährst und du kriegst deine Reifen wieder repariert und der andere darf aufregen weiterfahren. Nee, die anderen haben auch Reifenreparatur drin, habe ich festgestellt. Alle? Hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Okay. Ja, stimmt, das wäre da so ein bisschen... Wäre das Rennen relativ schnell zu Ende. Und nochmal Kommunistenrennen. Ja. Und das dahinter ist der Lamborghini. Ich weiß nicht, ich hab nie. Der neue. Der Most Wanted. Obwohl das gar nicht der neueste mittlerweile. Nee, da kommen schon welche. Also von einem weiß ich das neue, aber ich frag den auch nicht mehr.
meinte den, der jetzt da drin ist, weißt du, ne? Hm. Der Lamborghini da drin ist, da wird der Name wieder nicht ein. Aventador wollte ich sagen. Ich habe echt vorhin fiel mir das Wort Subwoofer nicht mal ein. Jetzt fällt mir, weiß nicht, wie der Lamborghini heißt, sondern. Also, ja, Hildesheimer. Meinst du, es heißt wirklich Hildesheimer? ich nenne es so. Ja. Beziehungsweise ich habe es so kennengelernt. Meinst du, das finden die Leute in Hildesheim witzig, dass du jetzt. Ich schon. Das reicht, ich muss witzig finden. Also entschuldigt die Leute in Hildesheim. Hallo Leute aus Hildesheim, ihr könnt das mal. Nee, so wollen wir ja nicht sein. Nein. Ihr könnt das mal ein bisschen, Haut mir einfach den Finger knacken. Nein, wir mögen auch Hildesheim. Da bin ich mit dem Rad mal hingefahren. Ich weiß, wollte es gerade sagen. Und geradeaus. Juhu. Zum Mera Luna Festival, damals mit dem Oneba. Es gibt sogar noch Aufnahmen davon. Die wollte ich mal irgendwann. Das Geilste war, ich habe ein Video gemacht in meinem Mr. Lavan Kanal. Mhm. Schleichwerbung. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nur erzählen. Da habe ich ein Video gemacht, wo ich das eigentlich einbetten wollte. War aber zu voll, das einzubetten. Und ich habe es bis heute noch nicht mal neu hochgestellt. Weil dann sage ich, könnt ihr mal reingucken? Und dann sage ich, dieses Jahr, das war die Dings. Und jetzt habe ich das vergessen, das reinzuschneiden. Aber irgendwie war ich zu voll, das dann nochmal einzufügen. Generell. Die Motivation. Das ist immer wieder so gut. Mhm. Ich kann halt immer ab und zu mal, wenn ich jetzt so ein bisschen unmotiviert bin, dann erstmal die ein bisschen aufdrehen hier. Mhm. Musik hilft manchmal echt zur Motivation, sag ich mal. Ja. Also wenn du die richtige Musik hast. Ich weiß nicht, ob so wenn du Helene Fischer hast, dann weiß nicht, ob du dann eher richtig motiviert bist oder ob du eher motiviert bist, dich aufzuhängen. Aber ja, du bist motiviert, die Suizid zu begehen, stimmt. Aber nein. Aber das ist auch so ein Trend, dass diese Helene Fischer so berühmt ist und eigentlich so Schlager. Warum werden Schlager berühmt? Mann, ja, Leute. Weil es viele alte Leute gibt. Das glaube ich liegt nicht mal daran. Ich kenne auch viele Junge, die Helene Fischer haben. Ja, wahrscheinlich. Ups, Schlafenschild. Naja, gut. Ich finde, jeder soll seine Musikrichtung haben, außer Schlager. Nein, auch Schlager. Ja, jeder mag seinen. Genau. Ich bin auch so einer, der eigentlich querbeet hört, außer Rap und Hip-Hop. Und Schlager auch nicht so. Oder was? Der Schlager, manche kann ich ab, manche nicht, aber ich hör's jetzt nicht. Es gibt ja auch ich hör's jetzt nicht, aber ich kann, also wenn es jetzt irgendwie nebenbei dudelt, ist mir jetzt egal, wenn es jetzt irgendwo unterwegs bin. Aber Rap und Hip-Hop kann ich dann. Also Hip-Hop, mit Hip-Hop kann ich auch nichts für anfangen, so Rap-Elemente, also den Sprechgesang finde ich manchmal ganz interessant. Wenn das aber so ein Beat drunter ist und dann irgendwie so, ja, ist nicht so meins. Aber zum Beispiel Linkin Park, Nu Metal, bin ich ein großer Fan von. Oder auch, also die alten Linkin Park Sachen, ne? Ja, ich bin Linkin Park, die heutigen oder die, also einige der Lieder der heutigen und auch einige der älteren, die sind. Das ist ja ein ganz großer Unterschied bei Linkin Park, also wirklich ein Riesenunterschied. Ja gut, aber jeder kann so seine Sachen ein bisschen umbauen. Sozusagen. Naja, die machen aber auch, ich meine, ich kann das vollkommen verstehen, wenn eine Band sich verändert und sagt, wir ändern so ein bisschen die Musikrichtung, weil wir uns einfach weiterentwickeln. Das kann auch bei Linkin Park so sein, aber man hat bei Linkin Park stark das Gefühl, dass sie einfach dem lieben Geld deswegen ihre Musikrichtung ändern. Ja, das weiß man natürlich nicht, das sind Spekulationen, aber man hat das Gefühl teilweise. Ja, aber mein Gott, das ist, jeder soll machen, was er will, und wenn sie jetzt genau. Das machen, dann wollen sie mögen es machen, dann soll sie es machen. Eigentlich schon. Ich finde generell immer so, dass man sich über alles Mögliche aufregen muss, manchmal ein bisschen nervig. Aber. Ja, bei manchen Sachen ist es halt einfach so, wenn jetzt manche, also wenn du jetzt immer an dem Geld hinterherläufst, so ungefähr, das macht dann doch keinen Spaß, wenn du dann. Du sollst das machen, was du magst. Ich glaube, es macht auch Leuten Spaß, einfach Geld zu verdienen. Also ich glaube, wenn du. Man kommt schnell in die Versuchen, dann. Durchaus, ich weiß nicht, kommt auch immer an, auf den Menschen drauf an. Also, weiß nicht. Einige werden auch Spaß daran haben zu sagen, okay, ich verdiene viel Geld damit. Das macht, ist mein Anreiz, macht mir da Spaß. Aber wenn die Arbeit dann immer so, wenn man so beleidigt von der Arbeit nach Hause kommt, dann oh Mann, so schön. Naja, wenn man aber den Kontostand sieht und dann mit dem breitesten Lächeln der Welt rumläuft, okay. Aber mein Typ ist es, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie Musiker wäre und dann
zum Beispiel meine Plattenfirma als Beispiel sagen würde, okay, veränder mal deine Musikrichtung, du machst viel mehr Geld damit. Würde ich natürlich erstmal mal gucken, vielleicht zu gucken, schon mehr Märkte zu öffnen, das ist immer gut, so ein bisschen zu gucken, andere ja, Musikrichtungen reinzuholen. Aber ich würde meine Musikrichtung nicht völlig verändern. Ja, ich würde erstmal gucken, ob mir das überhaupt gefällt, was die haben möchten. Wenn mir das gefällt, mache ich's. Wenn es mir nicht gefällt, sage ich, nö, mache ich nicht. Und wieder Dritter. Ja. Ja, ich glaube, ich habe mit meiner Spekulation, das war ja auch eine Spekulation, weil wir spielen das Rennen öfter. Sehr gut getroffen. Ab gegen Pfeiler. Ey, ab gegen Pfeiler. Was will Pfeiler man eigentlich mehr? Was will man eigentlich mehr? Ey, um was geht? Da vorne steht ein Bär. Ah, um was geht? Auf der Straße liegt viel Teer. Ey, um was geht? Ja, die Straße besteht aus Teer, aber egal. Ich gehe nicht auf die Nerven, ey, um was geht. Aber der war jetzt schlecht. Ja. So, neuer Versuch. Und so ist immer noch ein unvollständiger Satz. Alle, für mich nicht, alle guten Dinge sind 27 oder so ähnlich. So wie wir das jetzt schon gefahren sind. Beziehungsweise wie oft wir es jetzt geguckt haben. Ja. Stimmt, wir fahren das ja gar nicht. Ja, wir sind es mal gefahren. Flugzeiten damals noch, 1908, nein. 2013. Oh. August oder irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ich dir sehen könnte, wo das ist. Vielleicht kann ich es ja jetzt gerade mal kurz sehen. Um die Aufnahme aufzubrechen. Da. Ja, 7. Müssen. 9.7. oder 7.9.? 7.9. 9.7. 9.7. 9.7.2013. Das heißt, es ist schon älter. Mhm. Wir nehmen jetzt 9 Monate später auf. Passt. Ja, und ein paar Tage drauf. Mhm. 9 Tage. Ich nenne sowas tagesaktuell. Ja, bei deiner Verspätung, wie du auch immer ankommst. Ich habe, glaube ich, eine größere Verspätung als die Deutsche Bahn. Das ist echt schlimm. Und das will was heißen. Ja, außer bei manchen Langstrecken zu. Ja, mal gut, ein Zug, der 5 Stunden, obwohl, das haben wir auch schon gesagt, schon Tage später gekommen oder kommt gar nicht. Ich bin immer noch gekommen. Das ist der Unterschied zur Bahn. Also erschienen. Nicht unbedingt. Ja, wann bin ich denn nicht erschienen? Ich glaube, dann, irgendwann kam dann mal auch so ein Anruf bei mir an, ich kann doch heute nicht. Achso, weil ich irgendwas vergessen hatte. Ja, würde mir nie passieren. Nö, überhaupt nicht. Nein. Nicht du. Niemals. Überhaupt nicht. Er hat den Keks aus der Dose geklaut. Labern. Nur sagen, ach, wie ging das genau? Labern, genau. Gambit hat den Keks aus der Dose geklaut. Jetzt musst du sagen, wer ich? Kennst du das Spiel? Ja. Wer ich? Ja, du. Das ist aber auch schon. Eigentlich nicht für unsere Generation mehr. Also. Na, ich glaube nicht, dass es für unser Alter geeignet ist. Nein, aber ich fand es halt witzig. Ja, ich habe manchmal den Humor eines Dreijährigen. Kann ich mal die Flasche Wasser haben? Guck mal da hinter dich. Hinter dir, oder? Nee. Ja, guck mal hinter dich oder hinter dir. Stimmt. Verdammt, jetzt wollte ich gerade mal korrigieren. Ich mag Klugscheißen, kann ich. Das frische Siegel. Du sagst, dass das Fischesiegel ist. Es gibt so Fische drin in der Wasserflasche. Ja, vielleicht gibt das ein besonderes Aroma, wenn die da reinscheißen oder so. Den Chinesen würde ich es zutrauen. Die lassen Eier von Kindern anpinkeln und die verkaufen die jetzt Delikatesse. Ist kein Witz. Ja. Es ist wirklich so. Das ist so ein Eimer. Ich stehe wirklich vor der Schule. Da steht so ein Typ mit einem Eimer, da lassen alle Kinder hier, dürft ihr aber reinpinkeln. Und weicht später die Eier dann dran. Das ist eine Delikatesse bei denen. Ist kein Witz, wirklich so. Guck nach. Nee, ich guck's lieber nicht. Wir haben nicht